WM-Saison 2014 geht Wochenende zu Ende. Wie ist denn Ihr Fazit? Das war eine sehr ereignisreiche Saison mit einem Meister, den nicht unbedingt jeder am Anfang vom Jahr getippt hat, aber mit einer Dominanz und mit einer Qualität. Der Marco Wittmann ganz toll die Meisterschaft nach Hause gefahren und glaube ich mit einer sehr schönen Perspektive für die Zukunft. Sie haben ja in Spielberg die DTM-Fahrergewerkschaft gegründet. Wie lange hat man denn darauf schon gearbeitet? Ja, das war letztendlich ein sehr langer Prozess. Der hat schon letztes Jahr angefangen, wo die Fahrer sich letztendlich darüber einig waren, dass man eine Vereinigung braucht, dass man mit einer Stimme sprechen kann. Man hat es im letzten Jahr noch nicht umsetzen können. Hat dann über den Winter wieder das Ganze angefangen, sage ich mal, dieses kleine Pflänzchen zu gießen. Und es ist dann gewachsen und dann ist man endlich dann dazu gekommen, dieses Jahr in Spielberg es offiziell zu verkünden, dass es eine Fahrergewerkschaft gibt, die Driver Association, wo die Fahrer mit einer Stimme sprechen. Und ja, jetzt haben wir es hier. Genau, ich bin jetzt dann der Sprecher aller DTM-Fahrer. Es gibt von jedem Hersteller einen Sprecher, das ist einmal der Timo Glock für BMW, der Timo Scheider für Audi und der Gary Peffert für Mercedes. Und ja, jetzt haben wir das Ding am Leben und jetzt haben wir auch schon das eine oder andere mit den verschiedenen Gremien, mit der ITR, mit dem DMSB, mit den Herstellern auf den Weg bringen können. Und jetzt hofft man, dass wir über den Winter sehr konstruktiv mit allen Parteien zusammenarbeiten können. Wie muss man sich das vorstellen? Trifft man sich da am Freitag in einem stillen Kämmerlein und diskutiert über jene, über dieses und jenes? Oder wie kann man sich das von außen vorstellen? Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Es gibt auch immer eine offizielle Fahrerbesprechung. Wir haben entweder davor oder danach einen Slot, wo wir, wie gesagt, in einem stillen Kämmerlein uns treffen, über alle Dinge sprechen. Wird auch teilweise sehr kontrovers diskutiert. Aber ich muss sagen, bisher sind wir immer relativ schnell zum Ziel gekommen und konnten damit mit einer Stimme sprechen. Matthias Exström, glaube ich, ist der einzige Fahrer, der nicht dabei ist. Genau. Also ich glaube, wir haben keine Power verloren, dadurch, dass der Matthias nicht dabei ist. Auch wenn ich mit Matthias unter vier Augen rede, der Matthias sagt, er hat im Moment sehr, sehr viele andere Dinge zu tun. Er hat den Kopf nicht frei, auch um sich da vielleicht in der Form, wie das der Matthias gerne machen würde, einzubringen. Aber er sagt, prinzipiell ist er mit den Dingen d'accord mit uns. Und wie gesagt, ich führe dann auch das ein oder andere Mal ein Gespräch mit ihm, dazu verstehen, wie er tickt. Aber im Moment passt das ganz gut. Was kann man denn für 2015 erwarten? Sprich, werden schon einige Ideen, Verbesserungsvorschläge dort einfließen? Wie ist so momentan Stand der Dinge? Also ich glaube, alle involvierten Parteien versuchen einfach dieses Thema DTM zu entschlacken, einfacher zu machen. Wir haben uns in einigen Bereichen dahin entwickelt, wo es vielleicht zu kompliziert wurde. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Wo es für den Zuschauer nicht schwer ist, es nachzuvollziehen. Sei es zum Beispiel mit Strategien, mit dem harten Reifen, mit dem weichen Reifen, Option und Standard. Es ist für die Masse der Zuschauer teilweise sehr schwer nachvollziehen, warum man mit einem Reifen, der genauso aussieht, schwarz, rund, zwei oder drei Sekunden schneller fährt. Das sind einfach Dinge, die waren sehr gut angedacht von allen involvierten Parteien, aber in der Außendarstellung dann teilweise sehr schwierig waren in der Umsetzung. Oder dieses Thema weiße Linien, dass dann ein Fahrer 2 Zentimeter über eine weiße Linie fährt und bestraft wird. Unsafe Release, das sind so Dinge, wo man einfach versucht, miteinander zu reden. Und vor allen Dingen in diesen Bereichen können die Fahrer sehr gut ihre Sicht der Dinge darstellen und sagen, auf dem Papier hier sieht das Ganze einfach aus, aber für uns in der Umsetzung ist das gar nicht machbar oder ist es so gut wie unmöglich. Das hat, glaube ich, jetzt eine neue Qualität bekommen und da versuchen wir, wie gesagt, klare, einfache Regeln zu finden. Gary Peffert hat ja gesagt, alle kommen gleichzeitig zum Reifenwechsel, weil jeder die Option-Reifen voll ausnutzt. Das ja nicht ganz ungefährlich ist in der Box. Es war praktisch immer eigentlich zwei Rennen. Ein Rennen mit Option-Reifen, ein Rennen mit Standard-Reifen. Ganz genau. Und das sind Dinge, wo man drüber nachdenkt, wie man es ändern kann, wie man es klarer macht, auch im Punkt der Sicherheit in der Boxengasse. Also wie gesagt, da gibt es einige Punkte, wo man
noch einen langen Weg vor uns haben. Der Winter ist ja lang, aber mit allen guten Mutes sind, dass wir da zu wirklich guten Lösungen kommen. Wie war denn das zu Ihrer Zeit? Ich meine, Sie sind ja auch schon ganz schön hier um die Strecke gebrettert. Hat es da solche Probleme auch gegeben? Ja und nein, aber in diesen Bereichen gab es einfach noch keine Regelung. Wir konnten fahren, wo wir wollten. Auch zum Beispiel dieses Thema Asphaltflächen, Auslaufflächen gab es in der Form gar nicht. Es gab schon, sage ich mal, eine Fahrervereinigung, aber bei weitem nicht so, wie das heute ist. Und das Ganze ist halt, es ist viel enger geworden, die Competition ist viel härter. Wir sprechen hier von tausendsten Sekunden, noch nicht mehr von Sekunden, wie es früher mal war. Und dadurch ist natürlich in jedem Bereich es extrem professionell geworden. Die Hersteller machen einen extrem großen Aufwand. Und dementsprechend muss man auch versuchen, dann das Reglement zu adaptieren, die das Reglement überwachen, auf so ein genauso hohes Niveau zu heben. Und es ist halt ein stetiger Prozess, an dem man arbeiten muss. Wir brauchen hier vielleicht Profis? Ja, oder Profis, oder wie kann ich dieses System vereinfachen, effektiver machen? Ich habe mich ja gerade wieder mit Hans Stumpf zusammengesetzt, der DMSB-Präsident ist. Sagt man, wir sind da ja mehr Pragmatiker. Für uns kann es nicht schnell genug gehen, aber man muss natürlich gewisse Regeln, gewisse Formen einhalten. Und wie angesprochen, wir sind in allen diesen Bereichen im intensiven Austausch. Wie kann man das Thema effektiver machen? Braucht man vielleicht den einen oder anderen Profi an der Stelle? Braucht man da vielleicht auch eine größere Kontinuität an Leuten? Weil wenn wir zwei zum Beispiel was beurteilen, gibt es vielleicht dann im Detail Unterschiede, wo Sie das anders sehen als ich. Aber das ist natürlich bei uns im Sportland gerade den Unterschied ausmachen, dass man sagt, ja, wir brauchen vielleicht da jemanden, der das permanent macht. Und dadurch bekomme ich eine gewisse Kontinuität in der Entscheidung. Kann man denn die ETM hier auch ein bisschen attraktiver machen, ein bisschen mehr Show bieten? Ja, wie angesprochen, es gibt, glaube ich, verschiedene Bereiche, in denen wir uns vielleicht, wie man das so nennen möchte, von unserer DNA entfernt haben. Was wir letztendlich der Zuschauer hier vor Ort oder am Fernsehen sehen. Tollen, packenden, spannenden Sport. Das heißt Tür an Tür, viel Überholmanöver, auch mal einen spektakulären Unfall. Der Fahrer macht einen Fehler, hängt in der Wand, reißt sich ein Rad ab. Zweikämpfe, die vielleicht über mehr Runden dauern. Ausbremsmanöver, Emotionen polarisieren. Und da sind wir vielleicht, ich sag mal, zu klinisch geworden. Zu viele Regeln, überreglementiert. Und da gilt es, wie gesagt, dieses Gespür zu haben, dass man weniger ist, vielleicht mehr. Und wie am Anfang angesprochen, man ist da in der intensiven Diskussion, wie man einfach das, was uns ausmacht, das, was uns groß gemacht hat, die DTM, wieder den Fans zu bieten. Es gab ja zu Ihren Zeiten ja noch zwei Läufe pro Renntag. Ja, ist auch eine Option zu etwas oder dann noch einen Weg am Freitag schon ein Qualifying, ein Rennen bestreitet? Also ich glaube, im Moment gibt es da keine Tabus. Man ist ganz breit aufgestellt. Man kann ja, im Moment wird über alles geredet, über alles diskutiert. Nur ist dann die Frage, wie man oder wie weit man gehen möchte für nächstes Jahr. Es gibt ja zum Beispiel den Hans Werner Aufrecht, der da ja auch teilweise sehr visionär ist und der vielleicht mal den einen oder anderen radikalen Schritt probieren möchte. Aber letztendlich müssen sich da alle involvierten Parteien einig sein, sagen, ja, wir sind der Meinung, jetzt gehen wir hier geradeaus und machen was für sich, wie viel Rennen oder der Kalender sieht so aus und so weiter. Also wie gesagt, mit kontrovers diskutiert. Dann müssen wir mal am Ende schauen, was rauskommt. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass das nächstes Jahr sehr gut wird. Wird eventuell auch am Videoformat was geändert werden? Das ist zum Beispiel ein Thema, also wenn man als Hauptbroadcaster dieses Thema DTM in der Hand hat, dann sollte man nicht unbedingt auf eine Siegerin verzichten. Das sind, glaube ich, so Key-Punkte, wo man sagt, es ist ein Must. Wenn ich sage, ich mache die Serie, ich übertrage es, dann gehört die Siegerehrung dazu. Punkt aus. Meine Leute.
ändern. Wie viel Zeit beansprucht denn so ein die Themen, die auch Fahrersprecher? Also es ist relativ aufwendig. Man sieht es auch hier am Wochenende, ich komme kaum meinen Termin hinterher. Ich bin immer am Schieben, weil jedes Gespräch länger dauert. Aber das ist ja schön und aber wie gesagt, ist im Moment relativ aufwendig. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Viele Fans in den sozialen Medien, ich habe das auch verfolgt in der ARD, wünschen sich ja einen Manuel Reuter zurück. Der geht schon ab. Also ganz ehrlich, könnten Sie sich vorstellen, wieder im Fernsehen, so als Co-Kommentator, was für eine Rolle auch immer mitzumachen? Also man sollte niemals nie sagen, das habe ich auch gelernt. Wie gesagt, der Norbert Haupt macht es jetzt, der Norbert muss sich auch erstmal in seiner Rolle finden. Es ist schön, dass die Fans der Meinung sind, dass ich die letzten Jahre keine schlechte Arbeit gemacht habe. Wie gesagt, also möglich ist alles, aber im Moment bin ich, wie gesagt, mit den anderen Aktivitäten doch relativ ausgelassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Sie das so umsetzen, wie die Kollegen das sich wünschen und hoffen für eine gute Saison 2015. Danke. Herr Reuter, vielen Dank.